Und weiter geht's durch die Ruinen von Senna. Ich kann auch im Sprung kann ich attackiert werden. Ein Behemoth. Oh Gott. Nicht du. Ich hasse dich. So, Kraftbrecher. Falls ihr euch wundert, wieso ich ab und zu mal ein paar Level-Ups habe und andere Garnituren. Ich trainiere hier immer mal wieder ein bisschen. Außerdem ist es immer schwierig. Da ich hier nicht automatisch immer nur speichern kann, an solchen Speicherpunkten einen guten Punkt zu finden, um eine Aufnahmesession zu beenden. Kann sein, dass ich deswegen immer mal wieder zurück zum Speicherpunkt renne und dann an einer anderen Stelle bin wieder. Ich werde es vermeiden. Ach nein, wieso habe ich denn das jetzt gemacht? Ich werde es auf jeden Fall vermeiden, irgendwie weiter in der Geschichte voranzukommen. Aber trainieren werde ich trotzdem immer wieder mal. So, was eigentlich das hier? Steigert Reflex der Gruppe, Treffer, Magie, Zauberabwehr und Angriffskraft. Oh, Halleluja, Mann. Das macht aber ordentlich Schaden mittlerweile. Ach, ich habe Engel gelernt. Seid ihr da? Ich bin auch nicht mehr auf der Höhe. Oh Gott, auf der Höhe. Ich habe ja Engel gelernt. Oh Gott, oh mein Gott, ich krieg gerade voll auf den Sack. Stirb, Kraftbrecher, weg damit. Nein, Weißmagie auf sich selbst, bitte. So, das bringt's nicht wirklich. Da machen wir. Ja, wieso kann ich das jetzt nicht wechseln? Wieso geht denn das jetzt nicht? Ah, ich kann auch immer nur eins weiter wechseln. Jetzt! Ich kann jetzt gar nicht ganz nach oben wechseln. Hm, das ist natürlich blöd. Ja, und eigentlich habe ich ausgestellt, dass man es nicht sieht, die Garniturenwechsel. Allerdings, immer wenn die in eine neue Garnitur wechseln, Garnitur in ein neues Kostüm schlüpfen, sieht man es trotzdem. Auch wenn man es eigentlich gar nicht will. Naja, sei es drum. Wuhi! Festbesucher. So, macht 70, okay. Bete mal schön weiter. Du machst schön weiter Angriff. Irgendwann wird es dann hoffentlich auch besiegt sein. Yeah, Halleluja. 102, Level up, komm schon. Nein, knapp davor. So, jetzt aber hoch damit. Mit dir. Kletter ihn fort. Oh nein. Oh Gott, wie viele sind denn das jetzt? Puh. So, da wechseln wir jetzt aber in Diva. Und mit dir wechseln wir in... Genau, in... Moment, in Übersinnlich. Ja, klasse, dass ich das jetzt auch nochmal sehe. Ah, wunderprächtig. Ich kenne die Garnitur doch eigentlich schon. Naja, egal. Dann machen wir... Nein, nicht Lied. Machen wir Blindtanz. Und mit ihr machen wir Angriff, aber Psychobombe. Das zockt mich jedem was. Mit ihr beten wir weiter. Machen wir einen Angriff auf nur auf das Gecko. Jonas tot. Stopp. Nee, Moment. Mit ihr machen wir weiter. Hey, Mann, das macht 200. Und ein Königswerder. Luna, schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist jetzt los? Mega stark hier alles. Gott. Scheiße. Ich blick's nicht. Das ist ja abnormal. Hey, was ist denn das jetzt? Ich schaff das nicht. Hä? 200.000, okay. Moment.
Ach komm, scheiß drauf. So, stopp. Ich blick grad nichts. So, alle mal. Tanzt hier die Seele aus dem Leib. Und die wechselt auf Angriff. Auch ganz dringend Kraftbrecher oder irgend so ein Firlefanz. Hey, wieso sind die jetzt so mega stark? Ach Mann, du gehst mir auf den Sack, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, klasse, unbesiegbar. Da, verreck, genau, genau. Ist mir jetzt zu blöd, ich brauche Kraftbrecher. Ja, die ist wahrscheinlich tot. Hey, ich habe keine Chance. Null Chancen gegen die Viecher. Nicht mal ein bisschen. Aber nicht mal ein klitzekleines bisschen habe ich eine Chance gegen diese zwei ultimativen Viecher jetzt hier. Und ich weiß nicht, warum. Sagt's mir doch bitte, warum sind die jetzt so mega stark? Ja, Juna ist schon wieder tot. Ich krieg die Krise. Ja, stirb. Eins ist weg. Um Himmels Willen, eins ist weg. Was soll denn der? Was ist denn das für eine Verarsche hier plötzlich? Schnell auf dich selber. Oh Gott, wir werden die stirbt wieder davor. Nein, Gott sei Dank. Es macht 200. 200, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, verreck, ey. Warum sind die jetzt plötzlich so stark? Und gibt nur 88. Genau, genau. Hey, fasst euch mal an den Kopf, ey. Wie soll denn das machbar sein, bitte? Schwachsinn jetzt hier schon wieder. Gott im Himmel. Kriegt die Krise. So, Krieger, Weißmagier und Diva, okay. Kurz vorm Herzkasper bin ich. Da ist der Bossfight jetzt. Oh Gott. Ich hätte Boris-Spinne nehmen sollen. Ich hätte die Boris-Spinne nehmen sollen. Oh nein, oh Gott, was ist das denn für ein Omega-Vieh? Ja, wie macht das bisher? Sie macht mich so kaputt. Das weiß ich jetzt schon. So, schnell Kraftbrecher. Schnell mal gucken, ob Blindtanz funktioniert. Schnell hitten für uns. Wir brauchen göttlichen Beistand. Oh Mann, Pain hat nicht mehr arg viel. Ja, Blindtanz funktioniert. Ganz genial. Du wählst weiter. Du machst normalen Angriff. Und du machst immer weiter Blindtanz. Das scheint mir die richtige Lösung zu sein für dieses Viech. Dann wechseln wir mal mit ihr in das hier. Oh. Bete weiter. Bete für unsere Seelen. So, Laserauge haben wir doch noch. Was hat der jetzt gerade gemacht? Egal. Weiter beten. 161, das ist ganz cool. Blindtanz schnell. Nein, ich kann nichts mehr machen. Okay, Angriff. Beten. Hey Mann, das trifft mich trotzdem, egal ob ich blind habe oder nicht. Was ist denn das jetzt? Jetzt geht's mal daneben, Gott sei Dank. So. Ja, ich kann keinen Kostümwechsel mit der machen. Nein, kostet mich das auch MP, Kostümwechsel. Hey, was ist denn das? Ach, oder ist das jetzt so ein Kostümstopp? Was der da gezaubert hat? Was hat denn der mir jetzt draufgezaubert? Sagt mir doch bitte, was der mir draufgezaubert hat. Also mit ihr kann ich nichts mehr tauschen. Das geht schon mal nicht. Mit ihr könnte ich noch tauschen. Mache aber weiterhin Gebet. Sie tanzt sich die Seele aus dem Leib. Kann ich aber auch nicht mehr tauschen.
Naja, dann bleibt's halt so. Theoretisch könnte ich so schaffen. Ist zwar ein bisschen langlebig jetzt hier. Dauert ewig. Jetzt kann ich mit niemandem mehr tauschen. Ich häng fest. Oh Gott. Ich könnte aber mal Feuer machen zur Abwechslung mit ihr. Ja, Fluch ist natürlich dann auch fies. Jetzt kann ich nichts mehr wechseln, ich kann nichts mehr machen. Vor allem mit Pain nervt's. Wow, Feuer zockt aber. Das können wir öfter einsetzen. Ah, ich möchte mit Rico nochmal tauschen. So, Moment, ich muss das doch irgendwie aufheben können, oder? Kuriert Kampf und Fähigkeit. Hallo, halt im Modus. Ach Mann, ey. So, ich möchte mit Rico mal in Diebesgarnitur wechseln, mal kurz. Ich möchte mich doch nochmal tauschen. Ich möchte ihn beklauen. So, jetzt kann ich wieder wechseln. Yeah. Oh nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was geht jetzt ab? Ich hab schon mal Vita bereit. Oh Gott, ich muss aber schnell machen. Ich möchte ganz schnell wieder wechseln. Ich brauche den Blindtanz. Schutzschleier geklaut, okay. Und schnell wieder wechseln zu Diva. Und die Weißmarkierin auf Pain. Gott sei Dank, das ging daneben. So, Tanz, Blindtanz. Schlaf ein, du hässiges Viech. Items kannst du auch mal alle Heilmittel auf dich selber. Pain. Und die betet mal wieder. Was ist hier? Jetzt macht es aber. Jetzt macht es aber auch. Wobei, es könnte auch eine Sie sein, wer weiß. Stopp. Mit der tauschen wir auf Schwertkampf. Die tanzt mir den Blind. Sie macht einen Angriff. Das macht er weniger als das andere. Nein. Ja, und wie viel hat dieses Viech? Oh Gott, bestimmt ein Haufen. Irgendwas hat er vor, genau. Wow, was war jetzt los? Oh, ich brauche ganz schnell Phönixfeder. Aber ich hätte auch mit ihr das machen können. Ah, Mist. Verdammt, 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 verdammt. Das Verdrängen. Oh, sie lebt noch. Schnell, mach irgendwas. Windtanz zum Beispiel. Mann, ich kann nichts machen. Gewichtlinge und das Viech ist tot, oder? Oh. Ja, Gott sei Dank. Okay, das war ziemlich hart. Dafür muss ich jetzt einen super tollen Spheroid geben, ey. Oh. Und einen Haufen Erfahrungspunkte. Sonst wäre ich enttäuscht. Take that. Yeah, take that. Und Super Sphero. What? It's only half a sphere. Nein. All that for nothing. Well, it can't hurt to take it with us. I can't believe how much this place has changed. Ja, da gibt's aber noch eine Treppe nach oben. Gibt's da das zweite Stück? 170 gibt es gerade mal. 170. Ich fasse mir einen Kopf, das gibt 170, da ist ja ein Behemoth besser. Der ist schwächer, gibt aber 102.
Und wir sind direkt wieder auf dem Luftschiff. Ich kann also gar nicht den anderen Weg gehen. Eine Sphero-Hälfte bringt's mir jetzt auch nicht wirklich. Nein! Wo haben wir was geortet? Wow, Ipakusa. What's awesome? We're getting reports of an awesome sphere. Looks like it's already drawn quite a crowd. The reports are from Killica Woods. Ja, da waren wir schon. I want that sphere. It's as good as ours. Let's scramble. Ich will ihn. Ich gehe über Leichen. Who is the leader? I am. I give the orders around here. Schon recht. Let's go! Party! Party! Oh Gott, der Typ, der hat irgendwie als Kind mal einen auf den Kopf bekommen. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. So, ja, Moment, ich will da gar nicht hin. Ich kann aber gar nichts machen. Ich kann nur landen. So ein Quark wollte ich eigentlich mal auf dem Luftschiff nochmal was machen. Zum Beispiel speichern. Naja, können wir auch hier. Ich kann doch nicht mehr aufs Luftschiff zurück. Was ist los? Bin hier gefangen. Nein. Ich bin gefangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich wollte meine Abilities nochmal gucken. Die hat jetzt Engel gelernt. Was lernt man eigentlich gerade? Erzengel. Ja, super. Vidra wäre aber auch nicht schlecht. Ich lerne zuerst mal Vidra. Und wie weit war man da? Da haben wir schon alles durch. Dann gucken wir mal die anderen Krieger. Excalibur erteilt Himmelsschaden. Aha. Gucken wir jetzt mal Notbrotes. Das kostet nicht viel oder dauert nicht lang. Ansonsten macht man eigentlich immer übersinnlich und das andere. Übersinnlich ist gleich. Und hier haben wir Knallerbse, genau. Gut, die zwei Garnituren muss ich mal ein bisschen weitermachen. Riku noch. Die war ganz klar. Karnevalstanz, was bringt mir das? HP-Werte der Truppe werden verdoppelt. Oha, oha, oha. Das ist natürlich auch cool. Allerdings, entweder blind oder halt das, ja. Ich kann mich immer nur für eins entscheiden. Nein. Kann ja eigentlich können mehrere Leute eigentlich gleichzeitig in Diva, im Diva-Outfit sein. Gemachschutz, das bringt es jetzt nicht so wirklich. Da lernen wir auch mal Kreisel. Und übersinnlich, Laserauge. Naja, die brauche ich noch. Genau, Erstschlag. Das dauert. Na gut, herzlich willkommen in Killica. Da waren wir aber schon. Brauchen wir jetzt die Leute nicht nochmal einschwätzen? Nein, oh Gott, weich den Kindern aus. Latsch mal direkt mal da nach hinten zu. Oh ne, es geht hier direkt weiter. I wonder what this awesome sphere is like. Well, it's definitely awesome. It will be, won't it? Keep this up and someone will beat us to it. Sorry. Sorry. Oh, Pain treibt die Gruppe an. Jo, da hüpfen Kinder von da oben runter. Nein, was macht ihr? Ich glaube, die hüpfen da immer runter, kann es sein? Und. Juhu! Die Erwachsenen gehen den Bösen aus dem Tempel 1 auswischen. Oh mein Gott, die Bösen aus dem Tempel. Ja, ich würde mal sagen, hinten aus dem Dorf wieder rauslatschen. Oder müssen wir jetzt mit den Dorfbewohnern schwätzen? Nein, das haben wir doch jetzt gerade erst gemacht. Oh Gott, so schnell kann ich nicht lesen. Alle Mitglieder der jungen Liga haben sich sofort in Richtung Wald zu begeben. No, wie heißt denn der richtig? Nooch wird jeden Moment seine Anweisungen geben. Ich muss mal hören, wenn die das sagen. Ich kann den nicht auf Deutsch aussprechen. Schwierig. Notch? Naja. Und da freuen sich ein paar. Ist das die junge Liga? Kampferprobte Männer und Frauen. Ja, der hat schon einen Kampf zu viel gesehen.
Wow. Die guckt ganz ungläubig. I don't think so. Look over there. Who's that? Stramm stehen, der Chef kommt. Hat er, der hat schon ein Bein verloren, kann das sein? Eine coole Frisur hat er auch. Nude. Nude? Oder wie? Maven of the Youth League, right? Naja, das sieht schon fürchterlösend aus. Bestimmt auch ein Bossfight irgendwann mal. An important sphere is hidden in Killika Temple. A sphere documenting the true history of Spira. We are here today to demand that New Yevon make the contents of that sphere public. Yet, as always, the voice seeking truth goes ignored. My friends, I ask you, why? Because New Yevon wants to hide the truth, just as the temples did before them. I tell you now, this has gone on long enough. My friends, stand with me, and together we will bring the truth back to the people. Yeah! Woohoo! Auf den Krieg! Ja, wir freuen uns tierisch. Macht's alle kaputt. But let's not overdo it. Our opponents aren't as young as they used to be. Ja gut, du bist auch nicht ganz der Fitteste, so wie es aussieht. Not exactly what I had expected. Hey! That's our sphere! Oh, Poopy! So what now? Call it quits? Quatsch. I don't know about you, but I could use an awesome sphere. Hmm. Okay. They can't decide who it belongs to, I say we make it our own. Hehe, ja. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Right? Right! Let's go! Holen wir uns den Megasphäroiden. Mission gestartet. Jagd nach dem Wahnsinnsphäroiden. Überwinde die Wachen im Wald und am Pilgerpfad, um den Wahnsinnsphäroiden zu finden, den Neu-Yevon versteckt hält. Ziel, schnappte den Wahnsinnsphäroiden und ein paar Wachen kalt machen. Die können eigentlich gar nichts dafür. Naja, egal, die junge Liga muss auch mal damit rechnen, dass sie Verluste erleiden. Aber ich würde sagen, was uns da vorne im Wald erwartet und was das für ein Megasphäroid ist, erfahren wir dann erst in den nächsten Parts. Also, bis dahin, ade, ciao.